Was geht ab? Ich stehe gerade vor Aldi und werde heute für euch den besten Burger nur mit Aldi-Zutaten machen. Das Ganze habe ich auch schon mit nur Lidl-Zutaten gemacht und der Burger war wirklich einzigartig, unerwartet gut. Und viele fragen mich, hey Oscar, ich gehe immer nur bei Aldi einkaufen, kriegt man auch nur mit Aldi-Zutaten einen richtig geilen Burger hin? Ich finde, ja, auf jeden Fall, das kriegen wir hin, deswegen gehen wir jetzt rein und dann zeige ich euch, welche Zutaten wir für unseren perfekten Aldi-Burger brauchen. Die einzigen Burger-Buns, die Aldi hat, sind die mit Sesam und die, aber ich kann euch sagen, nehmt die auf keinen Fall. Diese Burger Buns werden für Anfängerburger verwendet in billig Fastfood-Ketten. Die sind hart und trocken. Sucht auf jeden Fall Brioche Buns, aber Aldi hängt da noch ein bisschen hinterher und haben keine Brioche Buns wie die ganzen anderen Supermärkte. Dafür hat Aldi eine sehr gute Backabteilung und wie ich sehe, gibt es hier auch Brioche Knoten. Sieht nicht ganz aus wie ein Burger Bun, aber dafür sind die weich, buttrig und wir werden es mit so einmal versuchen. Die wichtigsten Zutaten für einen Burger sind die Buns, die haben wir jetzt und natürlich das Fleisch. Am liebsten nehme ich Biofleisch. Ich schaue mal, ob Aldi ein richtig schönes Bio-Rinderhackfleisch hat. Hier haben wir das Burgerfleisch. Ich finde schon mal gut, dass Aldi Veggie-Burger-Patties hat. Die könnt ihr natürlich nehmen, wenn ihr Vegetarier seid. Dann haben wir hier Bio-Hackfleisch, aber das ist gemischt. Das können wir nicht bringen, Leute, auch wenn es Haltungsform 4 ist. Schwein gehört nicht in einen Burger. Dann haben wir hier Rinderhackfleisch, Haltungsstufe 1. Nehmt das auf keinen Fall, das ist räudiges Fleisch. In den besten Burger kommen natürlich nur die besten Zutaten. Hier hätten wir auch schon mal fertige Patties, aber auch Haltungsform 1. Und deswegen schaue ich mal, ob wir hier aus diesem Biofleisch irgendwie das wolfen können, sodass wir Burger-Patties draus bekommen. Toll, ich sehe gerade, Aldi hat sogar Bio-Rinderhackfleisch. Genau das, was ich brauche, ist ausverkauft. Ich denke, ich werde es selber wolfen müssen. Ein guter Patty besteht 20% aus Fett. Hier haben wir 4% Fett beim Gulasch, das nehmen wir nicht. Rumpsteak hat 6% Fett, auch zu wenig. Hüftsteak wahrscheinlich noch magerer. 3 Gramm Fett, das seht ihr an der Marmorierung. Hier sind nicht so viele weiße Fettstellen. Dann haben wir hier ein Entrecote mit 10% Fett. Das ist das Beste, was ich gefunden habe. Da muss ich irgendwie selber zusätzlich noch ein bisschen Fett in den Patty schummeln. Hier habe ich noch ein Entrecote gefunden, welches wesentlich mehr Fett enthält. Das seht ihr hier. Steht zwar auch nur 10 Gramm drauf, aber das ist nur so ein Mittelwert, was sie überall drauf schreiben. Das hier könnte sogar ein bisschen mehr sein. Als nächstes ist natürlich sehr wichtig der Salat. Das macht jeder so, wie er mag. Könnt ihr euch selber aussuchen. Ich werde es machen, so wie ich es mag. Und dann natürlich sehr, sehr wichtig als nächstes, mit das Wichtigste, die Soße. Das Ding ist, bei Aldi werdet ihr keine gute Burger-Soße finden. Also müssen wir eine selbst machen. Dafür brauchen wir Schmelzkäse, Schlagsahne, Cheddar, am besten der aus Irland, Speisestärke, Chili, Salz und Pfeffer und Gemüsebrühe. Da unser Fleisch zu mager ist, brauchen wir noch irgendeine Fettquelle, damit der Burger saftiger und geschmacksvoller wird. Deshalb nehmen wir noch Kokosfett. Keine Angst, der Burger wird nicht nach Kokos schmecken. Zum Schluss nehme ich hier noch so einen Pepperoni-Mix, denn ich werde einen Burger scharf machen und einen Burger nicht scharf. Hier ist nochmal der Überblick über alle Zutaten, die wir für den perfekten Aldi-Burger brauchen. Jetzt werde ich zur Kasse gehen und dann das gute Stück mal zubereiten. Hier haben wir jetzt alle unsere Zutaten und daraus werden wir den besten Burger machen, den man überhaupt mit Aldi-Zutaten machen kann. Ich habe jetzt ausgerechnet, dass ein Burger ungefähr 4,50 Euro kosten wird. Würden wir günstigeres Fleisch nehmen, dann würde ein Burger ungefähr 3 Euro kosten. Ich lege jetzt los mit der Zubereitung. Ich werde einen Burger für euch machen, für dieses Video und einen Burger für mein Burger-Kochbuch, das am 1.5.2022 endlich rauskommen wird mit den 33 besten Burger-Rezepten, die ich auf Lager habe und die sind wirklich krass. Ich kann euch hier mal ein, zwei Bilder zeigen. Wir fangen an mit dem Fleisch. Das müssen wir erstmal klein machen. Ich habe leider keine Wolf-Maschine. Deswegen muss ich das entweder mit der Hand klein machen oder mit so einem Mixer-Ding da. Ich hoffe, das geht damit. Wir probieren das erstmal mit einem kleinen Stück auf. Ja. Oh ja. Hier ist das Resultat. Sieht gut aus. Das Fleisch ist besser geworden, als ich dachte und ging auch schnell. Oh, jetzt wollte ich damit da rein. Jetzt brauche ich glatt einen neuen Löffel. Da das ein bisschen wenig Fett hat, machen wir noch 30 Gramm Kokosfett dazu. Dafür werden wir aber kein Kokosfett zum Braten benutzen. Hiermit simulieren wir, dass das Fleisch eigentlich mehr Fett hat. Dafür werden wir aber gar kein Fett beim Braten benutzen, damit die schöne knusprige Kruste von den Smashed Patties entsteht. Das jetzt verrühren. Krass, ich hätte auch nicht gedacht, dass das Fleisch so zart wird. Kokosfett ist ein bisschen hart, das müsst ihr also richtig drücken. Es sei denn, ihr holt direkt das fertige Rinder-Biohackfleisch, dann habt ihr diesen ganzen Aufwand hier nicht. Daraus forme ich jetzt 4 Patties. Das ist insgesamt 300 Gramm Fleisch, also pro Patty 75 Gramm Fleisch. Jetzt
Jetzt machen wir die Soße, eine scharf, eine nicht scharf. Beiden fangen wir an mit 1 Teelöffel Butter, 1/2 Teelöffel Brühe, 1 Teelöffel Speisestärke. Jetzt hier so umrühren, bis sich alles auflöst und eine Masse wird. Wenn das so aussieht, kommt die Sahne dazu. Ich mache das Ganze ein bisschen nach Gefühl. Die genauen Mengenangaben findet ihr unten im ersten Kommentar. So einen Schluck Sahne, hier auch. Bisschen Schmelzkäse, 2 Teelöffel mache ich jetzt rein. Und weiter rühren, bis sich wieder alles auflöst. Sollte das zu dickflüssig sein, wieder ein bisschen mehr Sahne. Hier ist das schön dünnflüssig noch. Die Seite ist zu dickflüssig, da muss noch ein bisschen mehr Sahne, weil der Käse wird das Ganze eh dickflüssiger machen. Jetzt kommt auch schon der Cheddar. Wir machen auf geringe Hitze, wir wollen den Käse nur schmelzen, alles miteinander vermengen und nicht kochen. Ein bisschen hier reinwerfen. Ich denke mal 2 Scheiben pro Topf reichen. Jetzt das Ganze würzen mit Pfeffer. Salz würde ich hier weglassen, weil wir schon die Brühe haben und der Schmelzkäse an sich schon salzig ist. Bei dem einen kommt Chili, bei der Chili-Cheese-Soße, bei der Cheese-Soße natürlich nicht. Und Jalapenos bzw. grüne Chilis. Und jetzt weiter rühren, bis der Käse sich auflöst. So schnell geht das und schon haben wir die beste Chili-Cheese-Soße der Welt. Boah, das riecht so gut. Oh mein Gott. Die Cheese-Soße ohne Chili auch nochmal auflösen. Hier haben wir den Vergleich zwischen Chili-Cheese und Cheese. Chili-Cheese ist natürlich orangener, weil da Chili drin ist. Jetzt kommen wir zu den Brioche-Bun. Warum Brioche? Ich empfehle immer Brioche, weil Brioche bringt eure Burger aufs nächste Level, weil es besonders weich ist. So weich kriegt ihr keine Brötchen, außer Brioche, weil da Butter drin ist. Ich glaube, ein bisschen Zucker. Die sind süßlich butterig und die ergeben einfach mit dem saftigen, herzhaften Fleisch so ein mega geiles Burger-Erlebnis. Deswegen halbieren wir die jetzt. Oh, das ist aber schief. Ich habe korrigiert, weil erst war es zu dünn und dann war es zu dick. Ich wollte ausgleichen. Neuer Versuch, hier fürs Video wollen wir einen schöneren Bun haben. Deswegen habe ich jetzt ein Riffelmesser genommen. Ab jetzt geht's schnell. Burgerbuns anbraten, Fleischbraten, Soße drauf, fertig. Das Schwerste haben wir jetzt hinter uns. Butter in die Pfanne, 2 kleine Kleckse pro Bunhälfte, 1 kleinen Butterklecks. Hitze ungefähr die Hälfte, fürs Fleisch Hitze full. Damit die knusprige Kruste von den Smashed Patties entsteht. Für das Fleisch holt ihr euch am besten sowas hier, einen Burger Smasher. Reibt es mit Öl ein, damit die Smashed Patties nicht hier dran kleben. Schmelzen lassen, weil Kokosfett ist ja nur flüssig, wenn es warm ist. Jetzt wird das nicht mehr hier dran kleben. Und schon können wir die Smashed Patties machen und die Buns. Fangen einfach mal hier mit dem Buns an. Drauflegen, auf die Butter, so ein bisschen bewegen, dass jeder Bereich des Buns mit Butter bedeckt wird. Pfanne für die Patties ist schon richtig heiß, so wollen wir es. Das heißt, wir können anfangen. Richtig runterdrücken. Keine Sorge, die werden gleich zusammenschrumpfen, aber diese Lücken wollen wir. Diese Lücken ergeben dieses Saftige. Deswegen wollt ihr die Patties auch nicht zu sehr zusammenquetschen, sondern Luftbläschen zwischenlassen. Somit erzeugt ihr dieses Herzhafte. Salz und Pfeffer. Das Salz geht nicht. Ach, voll schwer zu drehen. Ey. Ja, schaut euch die Kruste an. Wie gesagt, durch diese kleinen Abstände dazwischen werden die Patties saftig und knusprig. Nach einer Minute wenden, das braucht wirklich nicht lange, vielleicht 30 Sekunden, eine Minute und dann ist das Fleisch schon knusprig außen. Normalerweise mache ich bei Smash Patties jetzt eine Käseschicht drüber. Das machen wir hier auch. Eine Schicht kommt aber drüber, weil wir schon genug Käsesoße haben, deswegen reicht ein Käse. Burgerschmelzkäse wäre besser gewesen, aber hat Aldi leider nicht. Den hier oben drauf, ausmachen. In der Zeit schauen wir uns die Buns an. Ihr seht, wie schnell das Fleisch geht. Das war sogar schneller fertig als die Buns. Die müssen goldbraun von unten werden. Käse hier noch ein bisschen erhitzen, die Soße. Buns sind fertig. So müssen die aussehen. Perfekt, schön mit Butter von innen angebraten. Wir fangen an zu belegen. Erst die Käsesoße. Wie gesagt, ich mache 50-50. Hier vorne kommt einmal Chili-Cheese-Soße rauf. Schön mit den Jalapenos bzw. Chili. Einmal hinten die normale Käsesoße.
Dann die Smashed Patties mit der Cheddar-Käsescheibe dazwischen. Oh. Oben wieder ein bisschen Chili-Cheese-Soße. Warum machst du halb-halb? Hälfte für mich, Hälfte für dich. Und gleich mache ich ja noch einen für mein Kochbuch. So, darf ich vorstellen, der Aldi-Burger, wie ihr ihn leckerer nicht machen könnt. Der beste Aldi-Burger, den es gibt. Zutaten alle nur von Aldi. Jetzt probieren wir diesen richtig geilen Burger. Ich beiß da mal rein, würde ich sagen. Richtig Käse. Ich kann schon sagen, Hackfleisch, was schon fertig ist, ist besser, weil das hier ist ein bisschen zäh geworden. Vielleicht habe ich den nicht gut genug gemixt. Sieht auf jeden Fall geil aus, aber schmeckt eher wie Steak statt wie Hackfleisch. Aber auch geil, oder? Du hast ja auch einen Steakburger in deinem Kochbuch, aber der war krank. Bin auf den auch gespannt. Richtig lecker, Freunde. Macht den gerne nach. Macht den gleich nochmal in noch ein bisschen besser für mein Kochbuch. Und dann ist das Kochbuch auch schon fertig. 33 besten Burgerrezepte von mir. Am 1. Mai kommt es raus. Für Mandy, meine Kamerafrau und Frau, haben wir auch ein Video gedreht. Das seht ihr jetzt auf ihrem Kanal. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort bekommt ihr unsere Supplements und unsere Gymkleidung so günstig wie nirgendwo anders mit unseren Rabattcodes. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Oh, ist so lecker. Und so sieht die optimierte Version für mein Burger-Kochbuch von dem Burger aus. Jetzt mal reinbeißen. Hammer. Ich glaube, doppelt so gut. 1.5. Leute, gönnt euch!